Moin, moin und hallo! Hier ist der Yano Karozuno mit dem Chaos World LP! Wie immer bei Spinding of Isaac. So. Ja, machen wir gleich mal weiter. Genau. Ab in den Treasure-Raum. Oh, und goldene Träne. Oh, goldene Träne, das ist toll. Es ist aber auch unpraktisch. Unpraktisch. Teilweise. Uhu, einfach die. Das Ding. Oh, ich hab auch meinen Treasure-Raum jetzt. Und ich kriege. Oh, ich krieg diesen kleinen blauen Typen, Brother Bobby, der mir jetzt hinterher fliegt. Den habe ich, glaube ich, auch schon die ganze Zeit. Ich bin mir nicht sicher. Ja, dann haben wir haben beide fast dieselbe Ausrüstung. Das ist sehr interessant. Ja. Das liegt nur, dass das Spiel weiß, dass wir aufnehmen. Das weiß es einfach. Jetzt ist die Frage, nehme ich das? Weil die goldene Träne macht dich deinen Angriff super schnell. Du schießt also wirklich richtig schnell. Aber du hast sehr wenig Range. Aber wenn du schon mal zwei Range up hattest, dann oder einen mindestens, dann ist es ganz gut ausgleichbar. Soll ich nehmen? Wenn ich den Dreierschuss behalte, dann geht es sowieso ab wie Luzi hier. Achso, du löscht das den Dreierschuss? Ich habe die ganze Zeit den Dreierschuss. Also ich würde den Dreierschuss dafür behalten lieber. Und da haben wir drei Mietklumpen und ich hole mir erstmal die Münzen nebenbei, so weil awesome Flügel sind awesome. Und hier habe ich auch die Springer in anderer Form. Sie springen sehr hoch. Oh, die rote, die hasse ich. Ich hasse die Form. Also sehr hoch und dann können sie auch wie Monstro Blut schießen. Aber nur in vier Richtungen. Nur in vier Richtungen. Okay, ich habe gerade wieder ein blaues Herz erhalten, also ein temporäres. Du möchtest immer wieder verwechseln. So, und hier sehen wir eine erweiterte Form von diesen Viechern dort mit einem Zoom-Mund. Und da die einzige Version, die einen Zoom-Mund hat, ist gerade schon draufgegangen. Ist sehr schade. Die fliegen immer auf einen zu und schon erst ab einer gewissen Nähe anfangen zu schießen. Ich guck mal, ob hier ein Secret-Raum ist. Explodiere? Nein, leider nicht. Hätte aber sein. Ich habe jetzt noch keinen Shop gefunden, obwohl ich gerne einen hätte auf dieser Etage. Uhu, Bombe. Ich gebe diese Flügel. Ich bräuchte ein Herz. Praktisch. Wenn man vom Teufel redet. So, oh, meine besten Freunde mal wieder. Trollbombe zusammen mit zwei Bomben. Die sind extrem schnell. Also, zum Glück können wir einfach über Abgründe fliegen im Gegensatz zu ihnen. Und ich bräuchte mal wieder ein paar Herzen, weil ich weiß nicht, ob ich. Ah, doch, ich habe zwei rote und ein blaues. Ich schaff Mother, Woody, wie auch immer, wie ihr es nennen wollt, schaffe ich One-Hit. Ja. Ja, denn ich habe die Bibel. Den Gag hättest du dir aufheben müssen bis zum Schluss, das wäre viel cooler gekommen. Na, wenn du so mit so beim Fall so, oh mein Gott, das ist die Mutter, was soll ich denn tun? Ich nehme die Bibel und bam. Egal. Ja, schon. Ich kann nichts für mich behalten, Entschuldigung. Und wir kaufen uns erstmal ein Herz. Und ein temporäres Herz. Und Schlüssel brauchen wir nicht. Und ich hätte langsam gern einen Shop. Und wie ihr auch merkt, von Etage zu Etage werden oben links die Map wird größer, weil die Dungeons werden immer viel verschlingerter, größer. Und hier sind einer meiner Hassfeinde, die Bomben fliegen. Die sind wirklich nervig. Wenn man die gekillt hat, explodieren sie. Und wenn man Pech hat, tun sie so günstig stehen, dass sie eine riesige Kettenreaktion auslösen, die alles mit sich reißt. Also ich kann auf euer Glück haben, Secret-Räume damit aufsprengen. Aber dazu braucht man echt Glück. Und wir sehen gerade da, neben mir ist der Geldraum. Und Bomben fliegen, die hochgehen. Und Button-Mashing heißt Button-Mashing, weil geschickte Button. Das ist aber auch ein toller Satz. Wie jetzt man auch zum Beispiel sieht, ich habe hier die Schokomilk am Anfang gehabt, die immer noch aktiv ist, aber die erkennt man nicht mehr, weil, da ich jetzt die Flügel habe und so tun, der Typ nicht mehr in den Mund aufblasen, dass man erkennt, dass er auflädt. Und ich glaube, jeder, der gerade auf meine Map achtet, kann erraten, wo der Secret Room ist. Und zwar genau zwischen Shop und den ganzen anderen Räumen. Und die Sanduhr, was macht die nochmal? Die könnte ich mir gerade leisten. Macht alles langsamer. Ist das ein Item oder ein permanentes? Item. Na, brauche ich nicht. Dann nehme ich das rote Herz und das blaue. So. Das heißt, wir gucken jetzt, ob da unten der Secret Room nun war. Wo ich eigentlich vermute, dass er da sein müsste. So, aber wir haben 8 Bomben, das heißt, wir haben sehr viel Versuche. Aber First Try, ich hab 11. Ich hab 11 Anfänger. Ich bekomme den grünen Pilz aus Super Mario One Up. Jetzt habe ich einen kleinen grünen Pilz hinter mir stehen, den jeder aus Super Mario kennen dürfte. Und der hat genau dieselbe Fähigkeit wie in Mario. Ich habe ein extra Leben. Das heißt, wenn ich Game Over gehe, dann werde ich nochmal respawned. Und das ist wirklich nicht sehr hilfreich. Na, bis jetzt läuft es ja bei mir ganz gut. Ich bin jetzt in der vorletzten Etage. Oder bin ich schon in der letzten? Bam, bam, bam.
Wer weiß, ich weiß es nicht. Ich muss noch einen Raum erkunden, wenn sich danach nicht noch ein Raum ergibt. Und dann muss ich zum Boss schon wieder. Und es ist der letzte Raum. Und er enthält nur Geld, was ich mir jetzt einnehme. So. Und es klingelt schon wieder, aber meine Schwester ist zu Hause und deswegen muss ich nicht an die Tür gehen. Man hört wie, auch wenn das Glück. Ein Bekannter oder ein Kumpel oder sonst was für mich ist, der zu Besuch kommt. Und ich glaube, es ist sogar einer, weil ich habe heute eine Verabredung. Du, nicht gehört. Fail. Ja, auf zum Boss. Ich habe bis jetzt noch nicht einmal mein Item eingesetzt und mein nächster Boss ist Gordy. Der Turm, ich hasse ihn. Das overpowerte Boss-Vieh, was auch der liebe Chaos Ward vorhin hatte, für, wo wir gesagt haben, dass wir das Vieh hassen. Ja. Aber mit meinen Items, die ich habe, dürfte er sehr schnell gehen. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich drauf gehe. Ein bisschen. Willst du meinen One-Up haben? Das wäre jetzt sehr nett. Ja, aber ich kann es dir leider nicht geben. Ich hätte das Spiel nämlich auch mal gerne durch. Ja, glaube ich dir. Aber dazu braucht ich habe noch 1,5 Herzen von 4. Okay, ein halbes. Oder 1,5. 1,5 von 4. Oh, kein Secret. Und ich überlege gerade, was die ganze Zeit nochmal diese Maske macht. Was macht die Maske nochmal für einen Angriff? Ich habe die jetzt schon seit der ersten Etage. Welche Maske? Die Maske von diesem Slut. Habe ich gerade Slut gesagt? Ja. Sorry. Und ich habe Gluttony. Davon hat man gerade eben schon die kleine Version gesehen, sozusagen. Er kann Laser schießen und sehr fiesen Angriff. Ja. Ich habe noch ein halbes Herz, Leute. Ihr dürft mich ja live sterben sehen. Oh mein ja, Gott. Wir schaffen das ohne die Maske zu verwenden, auch wenn ich immer noch nicht weiß, was ich bekomme das Herz. Das bedeutet, ich bekomme ein Herz dazu und ein schönes Herz vorne. Und meine Maske ist weg. Das ist irgendwie blöd. Ich tue gerade, müsste die Schokomilk aufladen, um awesome Damage zu machen an Gordy. Und die zieht echt viel ab, wenn ich voll auflade. Das ist echt geil. Ich glaube, ich habe ich komme langsam mit der Schokomilk klar. Also ich muss jetzt schon das ganze Let's Play überverwenden. Also Gordy ist down. Hier sieht man die Praktischheit. Das ist ein toller Satz. Ja. Wie praktisch. Rotten Meat. Fliegen ist. Ich kann hier mich in die Ecke stellen, die kommen nicht hin und ich kann sie ganz locker töten. So, ich habe jetzt 4 rote Herzen wieder wie am Anfang und 3 blaue. Uhu, jetzt werden Dämonen schon glücklich. Ich meine Karte. Und nächste Etage würde ich meinen. Uhu. The Carriot, das war doch. Ich bin in der 5. Etage, die Tiefen 1. Und da ist mein Traum, den ich jetzt zeige. Er kriegt einen Ball voll in die Fresse und alle lachen ihn aus. Toll. Das ist jetzt richtig schlimm. Besonders wie er gleich so tot aussieht. Bam bam badam, bam bam badam. Musik ändert sich auf den Tiefen 1. So, und boah, da haben wir eine gigantische Version von den Fliegenspuckern in Dunkelgrün. Dunkelgrün ist immer die stärkste Version eines normalen Mobs, um das mal anzumerken. Oh, das wusste ich auch noch nicht. Kann jemand noch was lernen? Es gibt Hellgrün, Hellrot, Dunkelrot und Dunkelgrün. Und Dunkelgrün ist neben Dunkelrot das stärkste. Aber tu noch die seltensten Items droppen. Weißt du, was The Carriot ist? Ist das eine Karte? Ja. The Carriot, was ist denn das für ein Bild? Ein komischer Typ. Das ist eine grüne Karte mit einem komischen Typ und einem schwarzen und einem weißen Ding. Ich glaube mal, dass das dir irgendein Item gebracht hat, aber ich weiß jetzt nicht genau. Ich gehe zum Boss und dann versuchen wir sie mal. Yep. Und wir haben Loki, der unbekannte Boss für uns. Keiner von uns hat ihn bis jetzt getroffen. Und oh mein Gott, ich habe jetzt schon Angst vor ihm. Der soll schön schwer sein, aber okay. Und der Duellraum ist. Das passt mir gerade. Ich habe bei deinem Vater schon gekauft. So, der Duellraum bringt uns 3 Münzen, ne? Operation Überleitung und oh, die Schreier, die Screamer. Die schreien immer, bevor sie angreifen. Und dann teleportieren sie sich weg und sind übel scheiße. Das ist Unicorn Attack! Oh, Unicorn Attack, das overpowerte Item. Ich liebe es. Das ist einer meiner Lieblings-Items im gesamten Spiel, das Einhorn. Das macht euch overpowered, lässt euch wie ein Regenbogen glitzern und macht alles instant fast kill. Wie man es gerade bei mir gesehen hat. Ist Loki down? Nee, ich lasse mir ein bisschen Zeit bei ihm. Ah, okay. Weil er hat dann noch so Spike-Dinge zu fahren. So, und da sind wir die Springer, aber die normale Version, die ist angenehm. Ich frage mich immer noch, wer geklingelt hat, weil ich höre nie keine Personen in der Wohnung.
Bam, bam, bam. Bam, es waren die Dämonen, es waren die Geister und Dämonen von Traumfinger und Zerpatmos, die haben alle entführt. Nein. Oh, er wird langsam. War das jetzt schon gelaufen. Die vierte Welle an Monster oder habe ich mich geirrt? Ich glaube, das werde ich in der Aufnahme nochmal prüfen. Das kommt mir gerade vor, als ob ich in der Dingsen, in dem Duellraum gerade eine vierte Welle an Monster bekommen habe. Das ist ja komisch, vielleicht weil du so weit unten bist. Gut möglich. Und wie man sieht, gehe ich hier langsam drauf. Ganz langsam. Sehr spannend. Aber er auch. Das ist wirklich. Kopf an Kopf. Ja, so kann man es sagen. Okay, dann lade ich mal Schokomilk auf und voll in sein Gesicht und nichts passiert, weil man diese Viecher noch von hinten angreifen kann, weil ihr Gehirn da rausragt. Ich habe noch ein Herz. Wir haben noch ein paar Minuten nur noch. Oh, wir haben noch 4 Minuten. Ich hab hier Fliegen und ich hab noch ein halbes Herz, Leute. Ich hab Fliegen und eine kleine Fistula-Kopie und einen dunkelgrünen Marienkäfer. Habe den Boss besiegt. Wow, Loki. Ja, und bekommst du wenigstens ein Herz ab? Ja. Das ist toll. Und, also ein paar Herzen habe ich bekommen und Dessert. Jetzt gehen wir die Tiefen 2 zum Boss. Zum und er wird schon wieder gesagt, zweimal. Er wird geschützt. Vielleicht wirst du auch im Let's Play jetzt erstmal endlich das Spiel durchspielen. Ich bin gerade dabei. Das wäre richtig geil. Ach, hast du noch die Bibel? Ja. Dann musst du aber natürlich auch die Awesome-Sequenz aufnehmen, das weißt du schon. Können wir noch hier den Raum machen, dann könnten wir eigentlich. Und jetzt habe ich die Fistula-Kopie besiegt. Und noch mehr Bomben. Mich wundert es eigentlich, dass ich bis jetzt noch kein Reiter der Apokalypse begegnet bin. Das heißt, wir haben nicht die Reiter der Apokalypse-Kampagne bekommen, sondern warum wagen die dort an der Tür rum und versuchen zur Tür zu rennen? Ich verstehe es nicht. Das war witzig. Aber es könnte auch darin liegen, weil ich über den Abgrund schwebe, aber diese Theorie tun wir einfach mal jetzt ignorieren. Sollen wir denn gerade einen Cut machen? So. Jano? Ja, was ist? Ach so, sollen wir einen Cut machen, weil wir haben ja nicht mehr so lange. Und ich habe gerade hier einen leeren Raum. Okay, warte, dann hebe ich diese Karte auf. The Hermit, was war noch? Ach, das bringt noch einen Assi. Das ist kein Assi, das ist ein... Es ist ein armer, kleiner, süßer, aussehender Penner, den ich jetzt beschwöre. Oh, nein, das hat mich zu Greed beschworen. Toll, du Arschloch. Das wollte ich nicht. Ja, ich hatte... Es liegt meine Hangman-Karte da nutzlos rum, die ich eh nicht brauche, weil ich Flügel habe. Hier stört. Ja, dann macht mal. Hier können wir jetzt hier so, ich habe ihn besiegt. Jetzt kriegen wir die 50 Rabattmarke. Ich liebe ihn. Jetzt haben wir im Shop alles zu 50% verbilligt. Und jetzt haben wir ein süßes Rabattschild am linken Ohr hängen. Von unserer Sicht aus. Und ich würde sagen, können wir den Cut machen? Ja, wir können den Cut machen. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von The Binding of Isaac. Genau. Ich war schneller. Ja, du warst schneller. Okay, ich bin der Arno Kamutuno. Ich bin Chaos World LP. Und... Tschüss. Tschüss. Tschüss.